Ich bin eigentlich kein Fan von Early Access Spielen. Ganz im Gegenteil. Ich finde den Ansatz sogar sehr löblich, gerade wenn kleine Independent Studios versuchen, ein größeres Spiel herzustellen. Bei Surviving the Aftermath allerdings, da ist das Ganze für mich etwas nach hinten losgegangen. Warum und wieso, dazu gleich mehr. Lasst uns erstmal Surviving the Aftermath einordnen. Das Spiel ist der Nachfolger zu Surviving Mars, allerdings nicht vom selben Entwicklerstudio. Der Publisher ist zwar immer noch Paradox, der Entwickler allerdings Iceflake Studios. Die haben vorher kein Spiel in dieser Art gemacht, soll also bedeuten, das Ganze ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Eigentlich soll Surviving the Aftermath erst Ende nächsten Jahres erscheinen, allerdings startet das Spiel schon jetzt auf dem PC via den Epic Game Store und auf der Xbox One in die Early Access Phase für 19,99 €. Wer jetzt schon zuschlägt, der bekommt die zukünftigen DLC-Inhalte kostenfrei dazu bzw. ohne weitere Zusatzkosten hinzu, aber muss sich auch damit zufrieden geben, dass dieses Spiel noch lange nicht fertig ist. Und hier erstmal der positive Aspekt, rein technisch gesehen läuft das Ding ganz rund. Ja, es sieht noch nicht so super geil und hübsch aus und manche Charaktere haben nicht die richtigen Skins, aber es ist mir kein einziges Mal abgestürzt und hat auch nicht geruckelt. Und nein, ich habe hier nicht einen sehr potenten PC, sondern einen unteren Mittelklasse-PC. Das war allerdings kein Problem. In Surviving the Aftermath müsst ihr eine Überlebenstruppe aufbauen, die halt irgendwie die Apokalypse überlebt hat. Problematisch ist nur, es gibt sonst nichts mehr. Ihr müsst mit dem Schrott, der euch geblieben ist, eine Zivilisation wieder aufbauen und euch, naja, selbst irgendwie helfen. Soll also bedeuten, ihr müsst Ressourcen sammeln, ihr müsst eure Gemeinschaft ausbauen, diese glücklich halten und nach auch die große Spielwelt erkunden. Das Ganze klingt erstmal relativ interessant und hat auch einen sehr schönen Ansatz am Anfang, allerdings extrem wenig Inhalt. Und hier kommt natürlich auch die Early Access Keule rein, denn ja natürlich hat das Spiel noch wenig Inhalt, es erscheint ja auch erst in einem Jahr. Die Elemente, die schon jetzt im Spiel sind, greifen aber für mich nicht logisch genug ineinander. Oder anders und ganz hart gesagt, das neue Surviving hat mich nach knapp einer Stunde schon angeödet. Das liegt zum einen daran, dass ich ehrlich gesagt keine Vielfalt beim Aufbau hatte. Ja, ich habe zwar eine riesige Map, wo ich verschiedene Ressourcen sammeln kann, aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass es relevant wäre, wo ich was und wie baue. Auch die Zufriedenheit meiner Bewohner ist relativ einfach hochzuhalten. Die wollen einfach nur leben können. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Die haben jetzt keine individuellen Bedürfnisse oder sowas. Es ist halt einfach, hey, geil, wenn ich nicht sterbe, finde ich dich toll. Das Problem ist einfach, dass ich glaube, dass dieses Surviving deutlich mehr Micromanagement benötigt, um halt fordernd zu sein und auch um einen strategischen Anspruch erheben zu können. Die Problematik ist aber, davon ist noch nichts da und wenn ich mir die Roadmap angucke, also was das Spiel in den nächsten 12 Monaten noch bekommen soll, dann fühlt es sich nicht so an, als wäre hier die Roadmap klar auf, ja, wir bringen jetzt Taktik rein, sondern eher, ja, wir machen mehr Umfang. Aber mehr Umfang möchte ich gar nicht, denn wie gesagt, den Umfang, den ich jetzt schon habe, der ist sehr langweilig und davon mehr hilft nicht unbedingt, denn die ganzen Elemente greifen nicht ineinander. Es gibt kaum Bauketten, die ich miteinander verknüpfen muss. Es gibt kaum individuelle Bedürfnisse, auf die ich irgendwie achten muss. Eigentlich gibt es davon gar keine, wie auch gerade schon erwähnt. Und generell ist die Umwelt auch sehr langweilig. Also hin und wieder passieren mal Naturereignisse und da muss ich dann einfach nur gucken, wo zum Beispiel ein Meteor runtergeht und dann löschen bzw. neu bauen. Und manchmal kommen halt Überlebende an unseren Toren an und die kann ich dann übernehmen in meine Siedlung oder ihnen helfen oder auch nicht. Ach ja, und manchmal gibt es noch kleine Mini-Events, wo ich quasi eine Multiple-Choice-Antwort geben kann und die ist entweder falsch oder richtig, je nachdem, was halt der Zufallsmechanismus entscheidet. Die große Besonderheit soll die World Map sein, die seht ihr unten rechts. Nach und nach kann ich Spezialisten anheuern und so auf der World Map neue Gebiete erkunden und da spezielle Ressourcen erobern bzw. auch Banditen erledigen. Das spielt sich allerdings auch unglaublich langweilig, denn im Endeffekt bewege ich nur meinen Spezialisten irgendwo hin und warte, dass ich ihn wieder bewegen kann. Auch hier gibt es keine Taktik und
in der Early Access Version ist es auch noch so, dass ich auf Spezialisten viel zu lange warten musste und so habe ich knapp eine halbe Stunde gewartet, bis ich überhaupt irgendetwas tun konnte. Denn auf dieser World Map bekommt ihr auch Forschungspunkte, die ihr für euren Technologiebaum benötigt, damit ihr neue Gebäude bauen könnt. Blöderweise habe ich aber keinen Spezialisten bekommen, mit denen ich halt Forschungspunkte hätte bekommen können. Und so konnte ich keine neuen Objekte bzw. Gebäude freischalten. Oder anders gesagt, ich konnte nichts machen. Und selbst als ich was machen konnte, wurde es nicht spannender. Surviving the Aftermath ist wie gesagt in der Early Access Version und ja, es kostet nur 19,99 €. Aber für mich ist das Spiel in seiner jetzigen Form ein Paradebeispiel von nein, nicht releasen. Und ich weiß, was ihr jetzt sagt, aber das ist doch Early Access, das ist nicht released. Und hier habe ich ganz persönlich eine knallharte Ansicht. Wenn ein Publisher für ein Spiel Geld verlangt, dann erwarte ich für dieses Geld auch schon ein gutes Spiel. Es ist kein Problem, wenn es noch in der Early Access Phase ist und wenn mehr Umfang reinkommt oder der Multiplayer noch nicht drin ist oder was auch immer. Das ist kein Problem, aber sobald ein Publisher bzw. ein Entwickler Geld von mir haben möchte, möchte ich auch ein Spielerlebnis haben. Ja, ich finde es okay und ich möchte auch gerne mit dem Entwickler zusammen die Roadmap für dieses Spiel ausarbeiten und auch mein Feedback geben, damit das Spiel besser wird. Aber nochmal, wenn Geld verlangt wird, erwarte ich, dass ich auch ein richtig gutes bzw. soweit gesehen schon fertiges Spiel bekomme. Wenn dem nicht so ist, ist das überhaupt gar kein Problem, aber dann macht Alpha-Tests oder Beta-Tests. Denn dafür wurden die mal erfunden. Ich habe das Gefühl, dass diese Early Access Phase von Surviving eigentlich ein bezahlter Alpha-Test ist. Und das kommt auch hin, schließlich erscheint das Spiel ja auch erst in 12 Monaten wirklich final. Und ganz ehrlich, darauf habe ich keinen Bock. Das finde ich auch nicht okay und ja, ich weiß, das wird auch klar beim Epic Games Store zum Beispiel gezeigt, dass dieses Spiel halt auch erst bald wirklich richtig erscheint. Aber nochmal, es wird Geld dafür verlangt. Und ich verlange ein richtig gutes Spiel. Und das ist Surviving im aktuellen Status einfach überhaupt nicht. Nicht mal annähernd. Wenn ihr also Bock habt auf das neue Surviving oder ein neues Strategiespiel generell spielen wolltet, dann holt euch noch nicht dieses Surviving. Wartet 6 oder gar 12 Monate und schaut, was die Entwickler aus dem Spiel gemacht haben. Stand jetzt können wir von einem Kauf nur abraten und möchten Paradox, dem Publisher, aber auch allen anderen mal mitteilen. Early Access ist ein wichtiges und großes und mächtiges Tool, aber so wie ihr es hier benutzt habt, ist es halt scheiße.